Immer mehr Privatleute wollen Hühner im heimischen Garten. Hühner, Hühner, Hühner! Für Thomas Weiß ein gutes Geschäft. Er vermietet Hennen im Großraum Hannover. Dann gibt es ja noch ein Abschiedsgeschenk für Sie. Zwei sogar. Super! Das ist der eigentliche Stall, ne? Plötzlich sind auch der Geflügelzuchtverein und deren Mitglieder gefragt wie nie. Ein Waschbär, die haben ja auch kleine Hände, die könnten dann hier schon gut mal was anheben und hier rein. Und manche Henne für den Privatgarten wurde vorher gerettet aus der Massentierhaltung. Es ist vielleicht mal ganz schön, nicht nur welche aus der Zucht zu holen, sondern einfach mal welche zu holen, die es vielleicht nicht so schön hatten bisher. Ich wollte, ich war ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Ein Garten in Hannover. Hier sollen bald Hühner leben. Meine kleinen Hühnis, ne? Meine Süßen. Gleich seid ihr da. Thomas Weiß vermietet Hühner. Sein Geschäft geht richtig gut. Er sagt, seit 2020 wollen viermal so viele Familien seine Hennen. Klopf, klopf, klopf. Die Hühner sind da. Ah, wie schön. Bei Familie Kattusch aus dem Ortsteil Badenstedt sind die Hennen ab jetzt 2 Wochen lang zu Besuch. Da sind sie, die 5 Damen. Der große Wunsch der Kinder war, ein Haustier zu haben. Und ich konnte mir gerade ein Haustier nicht wirklich vorstellen, weil wir konnten uns kein Haustier auf Dauer vorstellen. Genau, irgendwie so mit 3 Kindern und Arbeit, das ist ja schon ziemlich viel zu tun. Und da dachten wir, okay, ein Kompromiss wäre doch jetzt mal zumindest die Haustiere auf Zeit zu haben, die Hühner eine Weide zu haben. So, dann geht mal bitte zur Seite, Kinder, dass ich hier... Kann man irgendwie mit anfassen? Nö, einfach zugucken. Okay. Ich erkläre gleich alles, wenn ich aufgebaut habe. Also 6x6 Meter wären gut, weil kann ich den Zaun dann in 6x6 Meter quadratisch abstecken. Kann natürlich auch einen Kreis machen, ein Rechteck oder ein Parallelogramm. Nur je schlauchartiger das Gehege ist, desto leichter fällt es den Hühnern dann auszubrechen. Da ja die Flügel nicht beschnitten sind, die Federn, würden sie dann das Häuschen als Startrampe nehmen. Die hüpfen dann hier auf die Legebox, die hüpfen aufs Häuschen und schnuck über den Zaun. Schon sind sie raus. Okay. Die sind ja nicht blöd. Also so Abfalleimer in dem Sinne sind sie nicht, weil die sind nämlich, weil Schweine zum Beispiel, den kippt man alles hin und das futtern die. Die kennen dann nichts. Die sind wählerisch. Weil die wissen wirklich, was ist lecker und was ist Müll, in Anführungszeichen. Das wissen die auch und dann futtern die das auch gar nicht. Also Reste, ja, aber alles nehmen sie auch nicht. Der Huhnverleiher sagt, alte Schulbrote fressen seine Tiere am liebsten eingeweicht. Auch frisches Gemüse steht auf dem Speiseplan. Rohe Kartoffeln und Kohl jedoch nicht. Und der Stein muss einmal die Woche auch sauber gemacht werden oder das öfter? Einmal die Woche sauber machen, ja bitte. Sie können auch gerne öfter machen, wenn Sie möchten. Und die Reste vom Mittagessen bitte den Hühnern geben. Spaghetti Bolognese ist Leibgericht. Also wir werden eher uns darum streiten, wer die Hühner füttern kann, als dass ich jetzt sage, nein, ich will die Hühner nicht füttern, weil wir haben halt keine Haustiere und deshalb freuen wir uns halt noch mehr. Das ist sehr schön, die hier so im Garten schon rumlaufen zu sehen. Ich finde es echt ganz super gerade. Fühlt sich gut an. Ja, die sind doch angekommen. Dann nehmen wir, und die haben noch Getränke. Einen größeren Platz als wir. Die haben einen größeren Platz als wir, ja. Wir müssen uns jetzt ein bisschen zusammen, wir müssen ein bisschen zusammenrücken, tatsächlich. Der Verleiher trainiert seine Hühner. Menschen sind sie gewöhnt. Rasenmäher, Kindergeschrei und Großstadtlärm sollen sie nicht aus der Ruhe bringen. Ich bringe Freude, ich bringe naturnah, Lebensmittelkunde und was nicht noch alle irgendwie da mit drin hängt. Und das macht einfach Spaß. Selbst wenn ich komme und Tränen fließen, die fließen ja nicht, weil ich komme, sondern weil es so schön war mit meinen Hühnern. Also das ist, wenn ich zu einer Kita komme, da stehen 50 Kinder am Zaun und brüllen, Hühner, Hühner. Die freuen sich wie Bolle irgendwie und die juckt das nicht, weil die kennen das ja schon. Ne? Und die Kinder freuen sich und die weinen, die Hälfte von denen weint, wenn ich die Hühner hole. Dann weiß ich, wir haben es richtig gemacht. Unbefestigten Boden zum Scharren und ein schattiges Plätzchen brauchen Hühner, um sich wohl zu fühlen. Das ist denen zu sandig. Ein Garten in Göttingen. Auch hier sollen bald Hennen leben, aber auf Dauer. Bernd Kühn kann es kaum abwarten. Es sind seine allerersten Hühner. Am wenigsten, der geringste Grund sind, glaube ich, die Eier. Wesentlich ist, ich habe jetzt
eine Enkelin bekommen. Und Tiere sind immer etwas, was schön ist für Kinder. Eine Woche lang hat der ehemalige Lehrer schon am Stall gewerkelt. Tipps bekommt der 74-Jährige vom Vorsitzenden des Geflügelzuchtvereins Göttingen, Benedikt Sauer. Heute Stallabnahme und Huhneinkauf. Du hast ja hier schon richtig was geschafft, ne? Naja, es ist alles ein bisschen nicht so ganz so einfach, aber du siehst, ich habe Materialien genutzt, nicht wahr, die ich alle noch vorrätig hatte. Das war ursprünglich ein Schrank. Ja, den habe ich. Und das ist der eigentliche Stall, ne? Das ist der eigentliche Stall. Ja. Also zur Lüftung ist es ja gut, dass oben ein bisschen die warme, feuchte Luft rauskommt. Ja. Aber da hätte ich schon ein bisschen Angst, dass ein Waschbär, die haben ja auch kleine Hände, die könnten dann hier schon gut mal was anheben und hier rein. Ja. Aber da hast du ja schon nebenan was liegen. Das machst du dann die nächsten Tage. Das mache ich dann die nächsten Tage. Warte, lass uns hier unten nochmal gucken. Ja. Da hast du Fahrradkörper als Nester genommen, ne? Ja, das ist mir spontan so eingefallen. Ich habe das auch, muss ich sagen, noch nie gesehen, dass das jemand gemacht hat. Der Vorteil ist, ne, man kann die auch ganz leicht rausheben. Ne? Die sind praktisch in so Haken drin. Mhm. Und dann kann man die wieder reinsetzen und kann man sie also im Grunde genommen auch gut sauber machen. Ne? Ja. Also unterm Kotbrett ist super, weil die Hühner sich dann geborgen fühlen und unbeobachtet. Das ist toll. Und ich würde aber vermuten, dass die Henne sich hier hinkuschelt. Da hinten in die Ecke. Ja. Da musst du gucken, ob du die dann doch tiefer hängst, dass sie sich nicht runterquetschen. Das ist überhaupt kein Problem. Sicherlich auch eine Frage der Erfahrung, die man selber sammelt. Ne? Was ich an Bernd besonders gut finde, dass er sich vorab informiert hat und schon am Verein gefragt hat, dass er Unterstützung kriegt. Und man muss sich eben Begleitung suchen. Natürlich kann man alleine anfangen, aber es sind schon Lebewesen. Es ist nicht so, wie man sich einen Staubsauger kauft oder eine Mikrowelle, sondern Hühner sind Lebewesen, da sind wir auch verpflichtet. Eben in der Verantwortung. Ich denke mal, so ein Huhn könnte sich hier wohlfühlen. Der Stall besteht den Expertentest. Jetzt fehlen nur noch die Hühner. Mittlerweile fast täglich beschäftigt sich der Vorsitzende vom Geflügelzuchtverein mit Huhn-Neulingen. 6000 neue Hobbyhalterinnen und Halter allein in 2020 zählt die Tierseuchenkasse Niedersachsen. Bei ihr müssen die Tiere angemeldet werden. Für mich geht der Hühnerboom schon seit 10 Jahren los, dass die Leute schon wirklich sich immer mehr informieren, wo kommt mein Essen her, wo kommt mein Fleisch her und die Eier. Und dass jedes Jahr haben wir fast einen Lebensmittelskandal. Ja, der Strom reißt nicht ab. Hevensen in Südniedersachsen. Der angehende Hühnerhalter Bernd Kühn möchte vor allem Tiere, mit denen auch Kinder gut umgehen können. Das ist herrlich, so ein Bild. Ne? So ja, vor allem in dieser Auslauf. Ne? Das ist ja dann, das sind ja Dimensionen. Irre. Ja. Ich wollte, ich war ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Bei Züchterin Katharina Bertram gibt es echte Nordlichter, ostfriesische Möwen. Die 23-Jährige hat die Zucht von ihren Eltern übernommen. Darf ich nehmen? Ja, eine Sache ist natürlich, wenn man sie in der Hand hat, dann merkt man, ob sie schwer sind oder abgemagert. Durch das Gefieder würde ich gar nicht merken, ob die jetzt total abgemagert oder nicht. Da haben wir hier vorne dieses Brustbein, ob man das fühlen kann, ob das gerade ist. Dann natürlich die Augen sind total klar, hier hat kein irgendwie Schleim in der Nase und nichts. Und natürlich der Kamm und die Kehllappen sind bei den Hühnern eh hier das Merkmal, was anzeigt. Ich bin topfit, wenn die halt so stehen und schön rot sind, dann sind die fit und legen. Und dann kann man eben noch, wenn man so ein bisschen ankippt, kann man hier hinten quasi an der Kloake, wenn sie Milben hätte oder irgendwelche Parasitenfederlinge, wären die halt hier hinten, dann würde man die sehen. Und dann sind so kleine weiße Kügelchen. Also wie so Schuppen. Ja, also einmal kurzer Check, die ist halt, ist top. Gehackt hat mich noch nie ein Huhn, aber hier die Krallen, die können einem ganz schön wehtun. Und deshalb nehme ich das hier so, dass ich die beiden Läufe fixiere, dann kann es mich nämlich nicht mehr krallen. Du hast gesehen, sie wollte gerade schon, das ist unangenehm, mit dem Flügel schlagen. Deshalb die zweite Hand oben drauf, dann ist sie ganz ruhig und dann weiß sie, ich bin hier schön auf dem Arm. Ich würde sie dir jetzt mal übergeben. Kannst, willst du versuchen, mit der Hand auch so dazwischen zu kommen?
Genau, jetzt hier die Läufe zwischen noch da so reinklemmen. Ist das noch ein bisschen weiter, die rechte Hand noch drunter schieben unterm Bauch? Mhm. Genau, und jetzt hast du seit Jahrzehnten zum ersten Mal einen Huhn auf dem Arm. Ja, in der Tat. Es steht ihm gut. Ja, sieht gut aus. Und, wie fühlt es sich an? Ja, warm und schon fast gesagt, ein bisschen menschlich. Die sind, glaube ich, das Richtige für Bernd. Vom Charakter her, ja, glaube ich, passen die echt gut zu Bernd. Schön. Vier Hühner für 70 Euro, der halbe Stall ist schon voll. Zurück in der Region Hannover. Huhnverleiher Thomas Weiß muss Hühner abholen. Früher waren vor allem Schulen und Kitas seine Kunden, jetzt sind es Privatleute. Es sind ja 20 Nachbarn mindestens, die in dem Viertel mitbekommen, dass da jemand Hühner gemietet hat. Und von den 20 Nachbarn sagen mindestens 10, oh, das ist eine tolle Sache. Und so geht das wie beim Schneeballsystem, pflanzt sich das immer weiter fort und das ist wunderschön, es ist toll. Der Verleiher schätzt, rund ein Viertel der Privatkundinnen und Kunden hält später dauerhaft Hühner. Hallo, die Hühner werden abgeholt. Na, meine kleinen Süßen, wie geht's euch denn? Guckt mal hier, ganz lecker Reis für euch. Schade, jetzt gehen sie wieder weg. Eine Familie Schindler hat ihnen auch gefallen. Na komm, geh rein, Süße, komm, da ist noch mehr. Hopp. Drei Wochen lang lebten die Leihhühner im Innenhof eines Seniorenheims in Langenhagen bei Hannover. Die Bewohner fangen wieder an zu sprechen miteinander und sie freuen sich einfach. Selbst wenn man mit einer dementen Dame, die weinerlich ist, runtergeht, dann hört das sofort auf und sie ist zufrieden. Und es war ja bis in die 70er Jahre war es ja auch üblich, dass in Großstädten, in Hannover, Hamburg, München, in Kleingärten bzw. in Gärten hinterm Haus noch Hühner gehalten wurden. Und die sind dann im Zuge der Plastikverpackung, Fertigfood etc. sind dann die Hühner, haben nur noch Arbeit gemacht, dann wurden die abgeschafft. Und insofern kennt die fast jeder aus seiner Kindheit oder Jugend. Und das weckt eben auch gerade bei älteren oder dementen Leuten unheimlich tolle Erinnerungen und lässt dann wieder was hochkommen, was lange verborgen war. Und das ist ein super Effekt. Rund 300 Euro kosten 5 Hühner für 3 Wochen, inklusive Futter, Zaun und Stall. Die Eier gibt es gratis. Und dann gibt es hier noch ein Abschiedsgeschenk für Sie. Zwei sogar. Super. Und wenn ich hier komme, freuen sich die Leute, wenn ich die Hühner bringe. Und es gibt Tränen zwar, wenn ich sie hole, aber sie freuen sich trotzdem, dass sie die Hühner gehabt haben. Das ist eine Erfüllung, dieser Beruf. Ich kann der Gesellschaft was zurückgeben und mir macht's auch Spaß. Ja, 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 meine Süßen. Bock, 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 bock. Bock, 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 bock. Zurück beim Vorsitzenden vom Geflügelzuchtverein. Heute steht ein Stall von ihm unter Beobachtung. Ah, da ist mein Zuchtfreund Edu. Mensch, geht's gut? Gut, sehr gut. Und was hältst du von meinem Stall? Kommt gleich noch was zu. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich habe da noch was zu sagen. Super, ja, dann freue ich mich. Der soll ja richtig gut werden. Ja. Das ist er. Ein Stall speziell für Huhnneulinge. Besonders einfach zu bauen und kostengünstig. Züchterkollege Eduard Reinicke testet den Prototyp seit einer Woche. Jetzt gibt es Rückmeldung. Ich habe Bedenken, dass in dem Stall zu viel Zucht herrscht. Tritt von unten Luft hoch und ja, da sind die Beinklappen. Da müssten wir uns noch was überlegen, wie man das vielleicht optimieren könnte. Ja, das, also eigentlich war das genau so geplant, weil ich weiß nicht, kennst du das Konzept vom Offenstall? Weil die Hühner sind ja eigentlich Niederwaldbewohner. Ja. Und ich habe oft und mein Vater auch als Taubenzüchter gemerkt, dass die Leute, die in der offenen Foliere die Tiere halten, die unglaublich gesund sind und ja, weniger Milben haben, halt aber quasi das Draußenklima. Wenn die auf der Stange sitzen, kriegen sie direkten Zug von allen Seiten. Ich weiß nicht, ob das für die Hühner so unbedingt gut ist. Denn die können sich richtig erkälten, wie wir auch. Ein Huhn ist etwa genauso zu behandeln wie wir auch. Wir mögen auch keinen Durchzug. Nee. Frische Luft gern, aber Durchzug. Nein. Ja. Ansonsten finde ich das schon gut. Nur mit den Sitzstangen, das finde ich nicht ganz optimal. Du hast zwei Sitzstangen drin, aber
Hühner sitzen von Natur aus in Bäumen. Und Bäume haben eben nun mal runde Äste. Und nicht eine gerade Fläche. Und die fliegen gern hoch und setzen sich auf runde Stangen. Ich habe mich gewundert, dass du so Latten genommen hast. Man nimmt heute eigentlich runde Stöcke, Naturstöcke. Nee, ist für die Fußgesundheit nicht so gut, weil die können sich nicht so gut. Die laufen ja auch den ganzen Tag auf dem Boden und der Boden ist ja auch flach. Da habe ich Untersuchungen gelesen von verschiedenen Stangentypen. Und diese abgehobelten, flachen Stangen sind doch tatsächlich die besten, weil sie da auch dann sich ablegen können mit ihrem Brustbein. Die haben hier vorne ist dieses Brustbein. Ja, ja. Und das legen sie beim Schlafen dann auf die Stange ab. Und wenn du eine runde Stange hast, dann kommt viel mehr Druck auf dieses Brustbein und dann kann das krumm werden. Also ist so eine flache Stange ist schon am besten für die Tier. Auch ich lerne immer noch was dazu. Ja, ist doch wahr. Ja. Die Bauanleitung für den Hühnerstall soll kostenlos ins Internet. 3 Uhr nachts, auf dem Weg zu einem Massenlegebetrieb in Niedersachsen. Julia Helmers ist Mitglied in einem Tierschutzverein, rettet ausgediente Legehennen vom Schlachter und vermittelt sie vor allem an Privatpersonen. Wir lassen uns überraschen, es ist jedes Mal wieder anders. Mal gucken, wie viel Tiere dabei sind, die vielleicht auch krank sind und anschließend direkt in die Klinik müssen. Es ist eigentlich jedes Mal anders, es ist nie gleich. Bei welchem Betrieb der Einsatz stattfindet, muss geheim bleiben. Die Tierretterin bekommt die ausgedienten Hühner freiwillig vom Stallbesitzer. Mehrere Monate hat sie zusammen mit dem Tierschutzverein die Aktion geplant. Moin, ihr beiden. Hi. Ich bin Julia, wir kennen uns ja noch nicht persönlich. Ich zeige euch mal so ein bisschen, was euch erwartet. Quasi das erste Mal, dass ihr es live seht. Ja, es ist wirklich furchtbar. Genau. Der Verein aus Wolfsburg ist bundesweit im Einsatz. Also es ist ja so, dass die Hühner, ja, wenn es dunkel ist, einfach nachtblind sind und nicht gucken können. Deswegen machen wir es immer in der Dunkelheit, um es so schonend wie möglich zu machen. Mhm. Genau, und dann geht es da auch nur mit Schutzanzügen zum Seuchenschutz quasi in die Ställe rein. Mhm. Je länger die Hennen im Stall sind, umso schlimmer sind dann eben auch die Kranken und Verletzten. Also mich berührt das. Ich finde das wahnsinnig toll, diese Arbeit. Und dafür steht man sehr, sehr gerne um 23 Uhr auf. Und fährt durch die Nacht. Zusammen mit Tierärztinnen und Tierärzten geht's die letzten Kilometer zum Betrieb. Etwa 800 Hühner wollen sie heute aus dem Stall holen. Mit der Kamera dürfen wir die Aktion nicht begleiten. 3 Stunden später. Also eigentlich ist alles ziemlich gut gelaufen. Wir waren relativ schnell durch. Waren viele nackte Hühner dabei, die haben wir aussortiert. Pflegetiere haben wir aussortiert, die sind jetzt unterwegs zu den verschiedenen Transporten. Die nackten und besonders kranken Hühner kommen ins Tierkrankenhaus. Die anderen werden in ganz Deutschland verteilt. Julia Helmers will gleich etwa 100 Tiere vermitteln. Krebeck bei Göttingen. Sagenhaft. Ja, herrlich, ne? Bernd Kühn sucht für seinen ersten Stall noch weitere Exemplare. Besondere Hühner züchtet Alfred Karl Walter. Hallo, grüße dich. Hallo. Einen schönen guten Tag. Na, hallo. So, seid ihr jetzt zum Hühnerholen gekommen? Ja, das ist in der Tat so. Und erstmal bin ich wieder überrascht, was für eine riesengroße Zooanlage das hier ist. Ja, ich betreibe nun mal halt Kleintierzucht seit meinem 10. Lebensjahr. Ich habe den Eindruck, das ist aber immer größer geworden. Ne? Der Hof hat sich auf die Erhaltung alter Vogelrassen spezialisiert. Das ist auch eine Henne. Das ist auch eine Henne. Ja. Fast wie eine Taube. Ne? Die wird aber noch richtig groß. Und als Hahn müsste die jetzt schon einen richtig knallroten Kamm zeigen und der wäre auch schon deutlich größer. Das Besondere an den Thüringer Barthühnern ist, dass die halt Mädchen wie Jungs einen Bart tragen, was vielleicht bei den Menschen nicht so gewollt ist. Bei diesen Hühnern ist das Rassemerkmal schlechthin. Können wir mal halten. Hühner kriegt man extrem zahm und das ist für die Kinder das Schönste, was es geben kann, mit Hühnern aufzuwachsen. Weil sie sehen Folgendes, sie sehen sozusagen, wie Leben heranwächst, wie Leben entsteht.
aber dass auch Lebensmittel produziert werden, nämlich Frühstückseier. Und das zeigt die beste Verantwortungsübernahme für Natur. Und machen wir uns nichts vor, dort, wo Hühner gehalten werden, ist immer auch ein bisschen Mist. Mist fördert auch andere Kleintiere wie Insekten etc. pp. Das ist wiederum sehr wichtig, damit die andere Natur, wie zum Beispiel auch eine Meise, überleben kann, weil die schlichtweg und einfach wiederum Raupen etc. pp. Braucht. Und das werden sie in einem ausgeräumten Garten nie finden. Richtig. Neue Hühner sollten etwa gleich alt sein, sonst drohen Rangkämpfe. Züchter Walter empfiehlt zwei Zwerg-Brahmas. Es gibt subjektiv schöner empfundene und weniger schöne. Aber so die Gruppe, die ich jetzt zusammen habe, da bin ich sehr mit zufrieden. Ne? Und das kann ich ja später auch alles noch ergänzen. Eigentlich muss Benedikt Sauer zu einer weiteren Stallberatung. Aber vorher Schlupftag im Brutkasten. Das Großereignis streamt der Huhnexperte per Webcam live ins Internet. Rund 100 Hühnerfans schalten ein. Und das eine, guck mal hinten, das ist schon ziemlich ausgeruht und trocken. Und wo ist er denn? Das ist einer, der als erstes geschlüpft ist, um 9.10 Uhr, den haben wir Schnulli getauft im Livestream. Den gebe ich dir jetzt, den können wir dann rübersetzen zu den Geschwistern. Und ich hole jetzt dann die, das ist der, ich glaube, das ist der hier. Was da? Ja, ist doch schon ganz schön flauschig. Die Küken gehören zur Rasse der Crèvecœur-Hühner. Das Besondere an seinen Tieren, das gescheckte Federmuster. Ich hoffe auch tatsächlich auch auf schöne Hähne, weil der Zuchthahn ist natürlich unglaublich wichtig. Ich habe nur einen Hahn auf 5 Hennen. Die waren bei Ludwig dem 14. waren das die Fleisch- und Eierlieferanten für Versailles. Aber jetzt die letzten Jahrzehnte waren die fast ausgestorben. Wir haben in Deutschland weniger als 100 Zuchttiere von denen. Diese Rasse, dass die uns nicht verloren geht. Seine Internetvideos rund ums Hühnerhalten wurden fast 900.000 Mal angeklickt. Nach dem Schlüpfen der nächste Einsatz. Ein Kindergarten in Göttingen braucht Hilfe bei einem besonderen Stall mit Voliere. Hier wird ungefähr die Stange sein, die Sitzstange und die Länge, das ist ja natürlich der größte Platz. Und dann würde ich den Nistplatz hier ungefähr machen, ungefähr auf der Fläche. Du brauchst ungefähr 20 cm auf der Stange für einen Huhn. Also brauchst du mit vieren bist du schon bei 80 cm. Und die sind ja auch von der Mitte aus, ist ja ein Huhn auch lang und der Schwanz ist das Schönste. Und der Schwanz sollte nicht an die Wand anstoßen, weil im Sommer kommen immer diese rote Vogelmilben. Das sind quasi wie Vampire, die sind tagsüber, verstecken die sich gerne in Ritzen irgendwo drunter und nachts wollen die auf das Huhn kriechen und sich vollsaugen. Und wenn die Hühner dann noch mit dem Schwanz nochmal anstoßen und mit den Füßen auf der Stange sitzen, dann können von überall diese roten Vogelmilben auf die Hühner kriechen. Und deshalb würde ich die Stange nicht zu nah an die Wand machen. Und dann, wenn du die Sitzstange dann hier in der Mitte hast, dann kannst du, naja, Futter und Wasser, wenn es eine Foliere ist, könntest du hier Futter und Wasser aufstellen, das würde gehen. Ist auch komplett offen. Ist auch so geplant. Die dürfen die ganze Zeit, wenn sie wollen würden, rausgehen. Mhm. Braucht denn jedes Huhn sein eigenes Nest? Nee, gar nicht. Und das Tolle ist, die Henne, die ein Ei gelegt hat, die hat so eine Art Eierlied. Das kann durchaus sehr, sehr laut sein. Das ist ungefähr kok 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 kok. Und dann wissen die anderen Hennen, ah ja, die hat jetzt ihr Ei gerade ins Nest gelegt. Jetzt ist das Nest wieder frei. Jetzt gehe ich hin und lege meins dazu und brüte die aus. Eine Lagerhalle in Laatzen bei Hannover. Hier vermittelt Julia Helmers die Legehennen aus der Massentierhaltung kostenlos an Privatleute. Nein. Das sieht dem Huhn jetzt ein Pulli an, weil es doch recht schlecht befiedert ist und es jetzt auch nicht so super warm ist. Sieht man, ist alles kahl gepickt auf dem Rücken. Ne? Also das ist jetzt so ein Fließpulli, der ist wärmt zumindest so ein bisschen und ja, so. Bis die Federn dann wieder sprießen. So, jetzt hast du einen Pulli an. Was sagst du dazu? Laut Julia Helmers erholen sich viele Hühner im heimischen Garten binnen weniger Wochen und das Gefieder wächst wieder nach. Meistens übertrifft die Nachfrage das Angebot. Insgesamt haben wir 10 Hühner zu wenig. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie rechnen. Ist das die mit dem Schnupfenhahn? Ja, genau. Ja. Die muss ich erstmal fragen, ob sie den Schnupfenhahn überhaupt mitnimmt. Genau.
Da kommt sie. Neulinge dürfen zwar auch Hühner adoptieren, kranke Tiere kommen aber nur zu Leuten, die Erfahrung haben. Also, wir haben ein kleines Problem. Genau, der ist relativ mager, ne? Und der ist verschnupft, ne? Der hat Schleim im Schnabel. Man sieht auch, dass der Kamm hin ein bisschen dunkler ist. Ist auch relativ mager, das heißt, es ist auf jeden Fall ein Peppeltier. Der muss erstmal untersucht werden und dann braucht er ganz viel Liebe. Ne, ein bisschen hübscher Hahn. Hm? Sonst nehmen wir ihn erstmal mit rein. Ja, gute Idee. Also, ne? Würde ich machen, tatsächlich. Haben wir auch so gemacht. Ja. Also wir haben jetzt schon mehrere Sachen. Wir haben jetzt auch zwei Pferde, eins mit einem Auge, das eine Pferd hat einen kranken Rücken. Wir finden das toll, die Tiere einfach wieder aufzupäppeln und das ist eine schöne Sache. Und die sind halt auch mega dankbar. Ein Hahn ist eigentlich immer ganz schön, auch für die Hennen. Dann hat man einen, der so ein bisschen für Ruhe sorgt und ja, auch warnt. Ne? Also durchaus, wenn so ein Greifvogel übers Gehege fliegt, dann gibt der Hahn eben auch Warnlaute ab. Ne? Und ja, ist ein ganz guter Aufpasser. Ja, also ich würde immer, also wenn es geht, mit Hahn halten. Das nächste Huhn kommt zu einer Anfängerhalterin. Also, die hat ja jetzt einen Pulli an und also ich würde darauf achten, dass sie jetzt nicht nass werden und dass der Stall schön isoliert und warm ist. Ne? Okay, danke dir, ciao. Ich fand das ganz interessant. Ich habe da eine Info von einer Freundin bekommen und dachte, wir starten jetzt mal mit Hühnern und es ist vielleicht mal ganz schön, nicht nur welche aus der Zucht zu holen, sondern einfach mal welche zu holen, die es vielleicht nicht so schön hatten bisher. Hühner sind interessante Tiere. Es beruhigt unwahrscheinlich, wenn man den Hühnern zuschaut. Und ja, es ist, hat was völlig Beruhigendes und Entschleunigendes. Nimmst du? Ja. Mach's doch einfach rein. Die ostfriesische Möwe, Mensch, die ist aber echt hübsch auch, ne? Ja, sehr schön. Warte, jetzt. So ein bisschen Stroh im Schnabel. Zurück am Tag der Abholung. Die Hennen kommen in ihr neues Zuhause. Jawohl! Ja! Ja, ist ja gut. Versteckt ihr euch alle gleich. Mal die beiden Kleinen haben sich hinten versteckt? Ja. Das ist wie bei uns Menschen auch. Die müssen sich an mich gewöhnen. Ich muss mich an sie gewöhnen. Und ich denke, im Laufe der Zeit, nicht? Weil da ist das, kann man das erst fassen. Aber trotzdem ist es so ein Event. Ich habe auf einmal meine eigenen Nutztiere. Die machen mir Lebensmittel, die machen mir Eier. Und ich kümmere mich und die geben mir was zurück. Und es ist ein wunderbares Gefühl, dann die eigenen Hühner plötzlich zu haben, was man im ersten Moment, glaube ich, gar nicht so begreift.